Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei einer weiteren Mod-Vorstellung mit dem lieben Andreas. Hallo. Hallo. Und dem bedingt lieben Ronny. Ne? Hallo Ronny. Ja, moin. Bedingt lieb. Pass mal auf, liebe Zuschauer. Ich sag euch, wisst ihr warum? Der hat gerade. Hat der wirklich gesagt, ne? Der hat gesagt, der hat hier einen schönen Hof gestaltet, damit wir mal eine schöne Mod-Vorstellung machen, hat er gesagt. So. Nein, das war ja auf mich bezogen, weil ich ja immer nur gerade ziehe, Farbe drauf, fertig. Ich weiß nicht. Ich hab den Satz ja dann noch korrigiert, dass wir mal eine Mod-Vorstellung mit einem schönen Hof. Ja, es ist gefallen. Diese Wortwahl ist gefallen. Ne? Der Handschuh liegt auf dem Boden. Ne? Das ist, wir könnten nicht ändern. Aber komm, wir. Nee, also, es ist wieder genauso wie immer. Ich habe keine Ahnung. Und ich lasse mich einfach von den Jungs hier durchleiten, wenn es jetzt als nächstes zu sehen gibt. Wir zeigen dir am besten mal dein Arbeitsgerät. Das müsstest du eigentlich schon zu Genüge kennen. Ich glaube mittlerweile. Oh, bitte, komm hier. Den Dreck hinter den Ohren kriegst du nicht weg. Ich glaube, der Ronny holt dir schon was, oder? Nee, dann hol ich. Ich hol mal was. Kannst du auch was holen? Mehr euch drei. Der Andreas hat sich mal ein bisschen ausgetobt hier auf den Feldern. Hat er das? Ja. Weh, ihr habt den Hirschfeld-Traktor dreckig gemacht. Die haben sie, mein Lieben, haben sie. Wir haben den Hirschfeld-Traktor dreckig gemacht. Und ich kenne die Nummer. Ich weiß genau, wie das ist. Mario, hier mach mal sauber. Und dann sagen die, oh, guck mal, jetzt geht viel einfacher. Ja, dann. Nee, ich mach den jetzt nicht sauber. Ich weiß ganz genau. Pass auf, die Nummer kenne ich schon. Da bin ich jetzt schon dreimal drauf reingefallen. Ich steige jetzt hier in den Traktor ein und dann sagt ihr mir, wo ich reinfahre. Ich weiß doch genau, wie der da hinkommt. Liebe Zuschauer, ne? Man kann einmal mit uns einen Gag machen, man kann da zweimal machen, aber ein drittes Mal, ne? Schande über euch! Das wäre aber schon das vierte Mal, eigentlich. Nein, bei dem einmal vor einem guten Jahr hast du ja nicht. Nee, waschen. Eben. Also eben. Du hast recht, ihr seht es. Ich bin ja gefragt worden, kommt denn die Kleine auch? Ja, sie kommt natürlich auch. So, und für die Kenner, also für die, die es nicht wissen, wir haben hier eine vollwertige Waschanlage. Na? Das Gerät ist komplett dreckig. Ihr seht es, der Traktor, der Grubber, alles dreckig. Obwohl, ist das ein Grubber oder eine Scheibenegge? Oder ist das so eine Mischung aus? Weil der das hat ist ja ein Grubber an sich. Gilt als Grubber, ne? Genau. Also wurde durch die Spezialisten von Farming Simulator als Grubber eingestuft und so verfügbar gestellt. Na gut, also Grubber. Für die, die es nicht kennen, die Waschanlage gab es im LS19. Mittlerweile ist ja, hat Achimobil das Skript aufbereitet, dass die Waschanlage auch eben für den LS22 funktioniert. Das Modell ist komplett vom lieben Andreas. Und hier kann man auf das Knöpfchen drücken. Ne? Einmal F1 an, dann seht ihr, was ihr zu tun habt. Und Werkzeug aktivieren, das ist relativ simpel. Dann gehen hier die Türen zu. Dann hört ihr schon die Sprühanlage. Die fährt hier zweimal durch. Und dann macht es bling. Und zack ist der Traktor komplett sauber, als hätte der niemals ein Feld zuvor gesehen. Und ihr seht es, grober Scheibenegge auch. Dieses Komplettgerät. So. Diese Nachricht haben wir allerdings deaktiviert, dieses alles sauber, weil wir festgestellt haben, im Multiplayer ist es ganz schön nervig, wenn ein anderer mal den ganzen Hof wäscht. Ja, ist so ein bisschen wie die Palettennummer, ne? Genau, ja, genau. Und weil uns das auch schon alle angenervt hat, haben wir gesagt, komm, ja, wir machen das raus. Und ja. Okay. Ja, das finde ich aber auch okay, weil das das wäre schön, wenn Giants das auch einsieht, dass diese Meldung mit diese Paletten werden hier nicht genommen im Multiplayer, ja, dass man sie ausschalten könnte. Ja gut, wir können es jetzt nicht an- oder ausschalten, wir können nur sagen, ja, ist schon klar. Am Anfang an oder entweder komplett an oder komplett aus. Wir haben uns für komplett aus entschieden. Und
Aber das Fahrzeug eingestellt, was als nächstes haben wir später noch brauchen werden. Soll ich euch mal, ja, das können wir uns gleich angucken, aber soll ich euch mal was sagen? Ja. Weißt du, was er gleich sagt? Es mangelt an Deko. Ja, sag mal, hier stand mal eine Leiter und ein Putzeimer und Zeug. Ja. Wo ist das hin? Das hat irgendeiner geklaut. Boah, wenn ich den erwisch, weißt du? Ja, vielleicht habe ich noch Zeit und stell's nochmal hin. Also im Kercher steht ja schon mal wieder da. Nein, also den. Ich pack noch ein bisschen was rein. Ich bin dabei. Ah, alles klar. So, also jetzt gucken wir uns das mal von außen einmal an. Wo ich könnte hier auch mal von oben einmal gucken. Pass mal auf. Macht doch einer von euch mal das ganze Geschehen an hier. Ja, da machen wir es. Mach ich's mal an. Bist du soweit, um von oben zu gucken? Ich bin soweit. Ich kann hier alles sehen. Tipptopp ist das. Also habt ihr gesehen? Pass auf, jetzt mach ich gleich bling, bling, bling. Und dann ist der tipptopp sauber. Ja, oder nicht. Oder auch nicht. Wie ja, ist das denn? Olli, du hast ihn kaputt gemacht. Nee, das kann jetzt nicht. Der wird immer noch nicht sauber, das sehe ich schon kommen. Doch jetzt. Also, ne, wenn okay. Der sauber wird, zweimal waschen. Habt ihr richtig dreckig gemacht, der Ding. Der war so dreckig. Gut, also manchmal brauchen die Geräte, obwohl das ist schon, ihr habt wahrscheinlich 100% Schmutz, ne? Das ist ja eher selten, ja, wenn man die drauf kriegt. Ich glaube, das war wirklich 100%. Also alles, was drunter ist, sollte eigentlich gehen, aber der ist gar böse gewesen. So, Andreas, fahr doch nochmal einen rein, dann kann ich gleich auch nochmal einen Screenshot machen. Ah, jetzt steht auch noch eine Elektro-Zapfsäule da, obwohl die natürlich bei der Waschanlage, also wirklich, da wo mit Wasser hantiert wird, so ein Elektroanschluss zu bauen, ne? Welcher, ach Gott, ey. Hier muss man alles selber machen, liebe Zuschauer. Hier muss man alles selber machen, ne? Elektroanschluss, also, weißt du, wenn ihr jetzt reinschreibt, das ist voll unrealistisch, einen Elektroanschluss dahin zu machen, dann habt ihr recht, schreibt's rein, Hashtag irrsinnig. Oder todesmutig ist der passende dafür. Ich warte dann mal. Ja, warte nochmal, noch nicht anmachen bitte, nicht anmachen. So, also, liebe Zuschauer, die Waschanlage, ihr habt danach gefragt, ob es die auch wieder außerhalb vom Hirschfeld Logistik DCG mit und ja, ihr seht, es gibt sie auch. Das heißt, ich glaube parallel dazu, ne, zum Logistikpack kommt dann auch die Waschanlage, ne? Wir hatten eigentlich gedacht, Ticken früher oder so. Ja. So. In dem ja, das Video, aber doch nicht die Waschanlagen. So wahnsinnig. Keine Ahnung. Wir schauen mal, es wird sie geben. Also keine Sorge, ihr bekommt also auch die kleine Waschanlage für die, die sagen, die möchten das anders haben. Ich kann euch sagen, die Waschanlage ist weiterhin etwas kürzer als die am Logistik-DLC. Hier ist, glaube ich, nur 15 Meter hier und die am Logistik-DLC ist, glaube ich, 25. Genau, das... Aber, das heißt, mit den großen. Ein relativ großes passt auf jeden Fall rein. Genau, das Schneidwerk, aber dann eben nicht mit Drescher, ne? Ja. Genau. Schneidwerk mit Drescher wird ein bisschen schwierig. Genau, so haben wir es geplant. Aber wie gesagt, Waschanlage auf jeden Fall wieder da. Könnt ihr auf den Hof stellen, könnt ihr zu eurer Tankstelle stellen und da womöglich waschen. Nicht verkehrt. Also, ich glaube, bei den Tankstellen, gerade hier auf der M-Crew, gibt es durchaus auch noch Platz daneben. Da könnte man sie auch hinstellen. Das wäre auch sinnvoll. Also ich finde, bei solchen Tankstellen ist es durchaus passig, dass man das hinstellt. Und ja, da kann ich nur sagen, Andreas, vielen Dank, dass du das wieder für die Zuschauer gemacht hast, dass du die wieder fertig gemacht hast. Danke an Achim Mobil an der Stelle. Sollen wir auch nicht vergessen, dass er da... Gern. Vorteil ist, diese kleine passt auch auf jeden Hof. Genau, die ist kompakter, kleiner, übersichtlicher. Die kriegt ihr schön auf den Höfen unter. Und ich finde auch, bin ich ja immer noch der Meinung, diese Glasbauweise passt einfach. Das sieht einfach klasse aus, ne? Die, ja, die nimmt nicht viel oder die bringt nicht viel Schatten, sondern die ist sehr lichtdurchlässig. Das, ja, ist ein schönes Gebäude. Finde ich immer noch. Vielen Dank dafür. Und dann sagen wir noch Tschüss für heute. Tschüss. Ciao. Und auch von mir, mein Lieben. Alles Gute. Bye, bye und Ade.